Dann können wir nur, also den kann ich nur empfehlen, dass wir den kompletten Wald hier abholzen. Mhm. Und dann halt mit der Energie, die wir auch durchs Holz kriegen, dann auf den nächsten Planeten gehen. Mhm. Oder wir gucken, dass wir ein bisschen in die Erde buddeln, dass wir ein bisschen Kohle zusammengraben. Oder beziehungsweise halt uns eine Spitzhacke bauen und dann ein bisschen Kohle zusammengraben. Mhm. Oder wir besuchen, wie gesagt, einen anderen Mond. Und jetzt, wir können innerhalb des Systems, können wir, glaube ich, für 50 Energieeinheiten vom Tank den Planeten wechseln. Also ich habe vorhin im Singleplayer, wo ich nochmal kurz angetestet habe, habe ich eine Energie bezahlt. Ja, das war, weil du innerhalb deines Systems, also innerhalb deines Planeten, genau, quasi vom Planet und Orbit zum Trabanten gewechselt bist. Mhm. Wenn du jetzt aber von Planet zu Planet fliegen willst, innerhalb des Sternsystems, dann bezahlst du 50 Energie. Und willst du ein komplett anderes Sternsystem fliegen, dann ist es egal wohin, sind es 200. Okay. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal angeguckt, dass du jetzt zum Beispiel im Alpha-Quadranten bist und ist dir dabei vielleicht aufgefallen, dass du nur von Level 1 bis Level 10 Planeten hast? Wenn nicht, dann hab ich dir jetzt nämlich gesagt. Alles andere, was drüber geht, findest du dann nachher, wenn du neue Bergbanken, sage ich jetzt mal, so herstellst, bekommst du Karten-Upgrades. Dort geht's dann halt auch in andere Quadranten der Galaxie. Und da sind dann die Level auch dementsprechend höher und du findest auch wieder neue Materialien, neue Umgebungen. Mhm. So, dann müsste langsam reichen vom Holz her, ehrlich gesagt. Also ich habe gerade 123 im Inventar, das reicht zumindest. Das reicht. Ja, ein Holz macht bestimmt eine Energie oder so. Ja, genau. Ja, na, dann beam me up, Scotty, würde ich mal sagen. Geht das? Du hast rechts oben unter deinen Pixel eine kleine Leiste. Und da ist den Beam-Button. Der Beam-Button. So, dann machen wir mal ein bisschen Holz hier reinpacken. Ja. Wir haben hier zum Beispiel bei uns am Planeten haben wir gerade noch einen Mond, der wäre Level 2. Wäre auch noch okay. Allerdings werden wir auf dem Mond nicht überlegen, da es da arschkalt ist. Mhm. Gucken wir mal, Current Land. Achso, ja, das ist, weil das der Gasplanet ist. Okay. Alpha Gamma Belten. Forest. Desert. Forest Level 8. Oh ne, der ist zu krass. Level 8. Also, wir haben bei Alpha Gamma Del 542 Planet 3 haben wir einen Level 2, Level 3 Forest. Da könnte man auch noch. Dann gehen wir mal dahin, oder? Sagen, okay, das können wir akzeptieren. Soll doch noch klappen. Forest und go. Authenticating. Zup. Navigationsgerät startet. Sehr nett. Aber dass so ein Mond so weit weg ist, dass man ja mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen muss. Ja, das ist ein bisschen. Das dauert doch relativ komisch. Lange. Ich würde mal ganz einfach sagen, dass dieser FTL-Sprung einfach in die Rechnung des jeweiligen Planeten dann initialisiert. Ja, du kannst ja die. Mhm. Da muss ich jetzt bisschen vorgreifen, glaube ich, für einige, die sich damit vielleicht dann nicht auskennen werden oder was weiß ich. Du kannst hier die Planeten-Files oder die Files, wie die Biome erstellt werden, wie die Erze spawnen und so weiter, kannst du dir angucken, die liegen ja alle bei dir auf dem Rechner, kannst die auch eigenständig schon bearbeiten, da die alle noch im Plaintext vorliegen. Aber es ist relativ erkenntlich, dass sich das alles über Klassen quasi zusammensetzt. Mhm. Wie halt die Biome gestaltet sind, da stehen dann zum Beispiel auch die Temperaturwerte drinne, die du so zurzeit noch nicht auslesen kannst. So, ich geh erstmal an Bord. Zack. Oh, hier haben wir einen roten Planeten. Und gleich eine Schatztruhe, nett. Und da kannst du quasi direkt alles hier alles rancheaten, um das mal so zu sagen. Nehmen wir die Hälfte von den ganzen Sachen hier.
fuck, ich werde direkt angegriffen, oder was? Boah, jetzt ist meine Frage, wo bist du? Kann man sich irgendwo Koordinaten anzeigen lassen? Nee, ne? Ich hoffe mal auf Alpha Gamma noch was. Alpha Gamma 5423. Nö. Warte mal. Jetzt geht er rein, ich will mir was mit die Klamotten klauen. So, die Truhe nehme ich auch noch mit. Wo sehe ich das? Crafting. Ich gehe nochmal hoch ins Schiff. Da habe ich ja an meinem Sitz. Ich bin jetzt auf. Ja, genau. Alpha Gamma Del 5422. Biome Forest Threat Level 3. Da bin ich. Und du? Ach, du. Ich hab. Na gut, den habe ich noch nicht gesehen. Bist du vom Spawn nach links oder nach rechts gelaufen? Nein, ich bin auf einem anderen Planeten. Ich bin bei 3. Auf dem dritten Planeten. Oh. Ja, dann komme ich halt zu dir. Okay. Ich habe 2 verstanden. Naja, ich sag mal so, den könnte man auch nehmen. So, warte mal. Was muss ich jetzt hier machen? Auf die Karte gehen, einmal Rechtsklick machen, damit du beim Sternsystem bist. Ah. Und dann den Planeten auswählen. Oh, das ist zufällig auch Forest Level 3, okay. Das ist natürlich blöd. Ja. Aber zumindest habe ich ein bisschen Gold gefunden. 5 Blöcke. Echt, ja? Ja, das war in der Truhe drin am Anfang. Achso, war in der Truhe drin, ja, gut, okay. Das war sehr nett. Ich schlaf mal noch eine Runde so lange, bis du wieder da bist. Das dauert ja eh noch einen Moment, bis ich wieder da bin. Ja. Quatsch. So, mal einen Chest. Werde ich immer noch irgendwo hinpacken. So, da packen wir ein bisschen. Was packt man da alles noch Schönes rein? Das Gold kommt erstmal rein. Die Stimpaks behalte ich mal noch. Die Bomben behalte ich noch hier im Schiff. Hab noch Bomben gefunden übrigens. Die haben vom Icon her sehen die ein bisschen aus wie eine Babybombe von Super Mario. Nur ohne Füße. Babybomben. Voll witzig. So, ich bin da. Beam me down. Los. Achso. Jetzt bin ich in Position. Nee, auf dem Schiff müsste es eigentlich überall teleportieren können. Nee, der war noch nicht komplett da. So, Grüße. Kann ich dir irgendwie helfen? Also ich würde mal sagen, da wo wir gleich runtergekommen sind, die Ebene, so die Ecke ist relativ flach, da brauchen wir gleich mal ein Haus hin. Das ist eine gute Idee. Ich mache ein bisschen Holz ab. Holz einsammeln, das ist nicht, dass es despawnt. Das wäre echt blöd. Also die bleiben relativ lange liegen, glaube ich. Also du hast schon einen Ort für unser Haus dann entdeckt. Ach hier, die hier direkt. Da wo du runterkommst. Oh ja, das ist gut. Dass du dich quasi direkt ins Haus teleportierst. Ich werde noch ein bisschen mal hier Erde abbauen. Um das zu begradigen. Wir bräuchten dann nämlich dann früher oder später dann auch eine gerade Fläche, um halt auch noch was anzubauen. Acker und so. So. Und mal so ein kleiner Tipp, falls es wünschenswert ist, um den Hintergrund abzubauen. Rechte Maustaste. Oh. Ah, nice. Ist allerdings keine speziellen Items, wie man das jetzt aus Terraria kennt. Zumindest habe ich da noch keins gefunden, was du jetzt nur für den Hintergrund verwenden kannst. Beim Platzieren ist es dann ebenfalls so, rechte Maustaste wird es im Hintergrund halt platziert. So, dann fange ich schon mal an, das Häusel zu bauen, ha? Ja. So. Zack.
Hartertüren habe ich auch 2 Stück. Ich würde sagen, wir platzieren die Tür ungefähr da, wo du jetzt stehst, auf dem Grasbüschel links davon. Ich mache ja keine architektonischen Meisterleistungen aus. Setz ein Haus hin, Mensch. Ja. Lass halt noch Platz für einen Acker. So. Das Holz würde ich aber noch weiter verarbeiten zu den Planks. Oh. Das ist natürlich eine ausgezeichnete Idee. Aber, naja, gut. Plank. Ja, da kriegst du das Dreifache an Menge raus. Ja, ich hab doch genug Holz. So, Plank, 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 Plank. Wo ist Plank? Habe ich Plank in der Hand? Nee. Im Inventar vielleicht auf die zweite Seite klicken. Ah ja, da ist es. Okay, warte. Was ich jetzt noch machen würde, ist gerne die Grundebene, die wir jetzt quasi bebauen, einfach aus Holzplattformen machen, damit wir da noch einen Keller anlegen können. Bevor du da eine Tür reinsetzt. So, warte. Ich kann jetzt hier natürlich keine Tür setzen, weil ich erst abbauen muss wahrscheinlich wieder. Ja, ja, ich sag ja, bevor du eine Tür setzt, lass mich da noch kurz die Grundebene dann halt für den Keller schon mal vorpräparieren. Aber für eine Tür brauchst du, glaube ich, 5 Blöcke nach oben. Was hast du an Holzplattformen nicht verstanden, du Meister? Okay. Ich dachte, du meintest die Planken. Ach so, du meinst die Dinger, wo man dann durchhüpfen kann. Genau. Ja, dann nimmst du hier die 3 Stück da. Dann brauchen wir sowieso einen richtigen Eingang. So war das doch gemeint. Einmal mit Profis. Gucken, ob die Tür jetzt... Ja, jetzt passt die Tür auch. Wo sind sie denn? Ich habe doch 100 Stück von denen gar nicht gebaut. Kannst du mittlerweile, wie du gerade siehst, auch übrigens Treppen, jetzt richtig Treppen bauen. Mit dem Plattform. Mhm. Einfach bloß schräg aneinander versetzen, dann erledigt sich der Rest von alleine. Hier hast du noch ein paar Planks. Juhu. Ja, wie hoch bauen wir es denn? Noch eins höher, oder? Bis hierhin und dann rüber? Ist so eine okaye Höhe, oder? Also ich würde es halt so machen, dass man halt noch drauf Ja, da kommst du genau drauf. Kommst du genau drauf. Ansonsten setzen wir dann wahrscheinlich eine Treppe hin. Also eine Zwischenplattform, wo man dann drauf springt. Oh, wie weit bauen wir das Haus? Reicht das von der... Ich will es noch ein bisschen weitermachen, ehrlich gesagt. Wir brauchen ja in dem Sinne keine NPCs mehr zu verpflegen, wie wir es aus Terraria kennen. Also ich kenne bis jetzt noch keine. So, Crafting. Plattform, brauche ich mir jetzt immer noch ein paar. 7 Plattforms, wird erstmal reichen. Oh, verdammt, ich brauche noch ein Holz mit. So. Wo ist der scheiß Dreck? Welcher Dreck? Der Pinke hier zum Offeln hier von der Ecke. Warte, hab ich den eingesammelt aus Versehen? Hier habe ich 23 Stück. Ja, dann hier einfach nur da. Ne? So. Du sagst rechte Maustaste, platziere ich den Hintergrund, ja? Ja. Kann ich nicht. Also direkt aus Planken keinen Hintergrund bauen. Doch jetzt. Ja, wo ist es denn? Das Gefühl, ich habe kein Holz mehr dafür. Also keine Planks. So,